Swiss Economic Forum ist für mich persönlich ein ganz besonderer Anlass, der in meiner Agenda nicht fehlen darf. Le CEF, c'est un événement important pour l'économie suisse, parce qu'il réunit des leaders du monde de l'économie, bien sûr, mais aussi de la politique et de la société civile en général. Ce genre d'échange et cet effort continu de rassembler, je crois que c'est très important pour la cohésion de notre pays et aussi pour la prospérité de l'entrepreneuriat en Suisse. CEF, das sind für mich Kontakte, Menschen zu treffen, gute Gespräche, Neues erkennen, Neues hören. Die absolut schönsten Momente, die ich hatte, sind Gespräche, die aus dem Nichts heraus kamen, sehr tief waren, über Werte, über Ethik, über neue Geschäftsmodelle oder auch ganz privat. Und wenn man sich hier in diesem Umfeld sich austauschen kann, ist es immer ein Rahmenprogramm eben mit interessanten Referenten, die einem Impulse geben, das nachher zu diskutieren, einzunehmen und zu schauen, was man nachher im Unternehmen entsprechend umsetzen kann. Ich habe es vor allem geschätzt am CEF zu sein, weil es gute Vorträge hat. Da hat es den Dieter gegeben, da hat es den Neil Ferguson gegeben, den Gordon Brown gegeben, da hat es einen Haufen Bundesräte gegeben, die anwesend waren, die mit der Wirtschaft direkt Gespräche führen mussten. Es hat einen Haufen Sachen gegeben, die man nicht erwartet hat. Und das war immer eine sehr kurzwillige Sache. Also ich wünsche mir für die CEF, dass sie auch in den nächsten 20 Jahren immer wieder das goldige Händchen haben, entsprechende Referentinnen und Referenten zu finden. Das ist nicht ganz einfach. Für Topshots haben wir immer ein extrem Sicherheitsdispositiv müssen auffahren. Beim Tony Blair zum Beispiel mit 6 Bodyguards. Es hat genau Abläufe gegeben, wie das Schritt für Schritt geht, bis der Tony Blair ist auf der Bühne gestanden. Leider hat dann der Tony Blair im Victoria Jungfrau, der dann zuerst noch ein gutes englisches Tee getrunken hat, die Idee gehabt, dass er könnte laufen ins Casino Kursau und nicht fahren. Das hat natürlich eine Aufregung gegeben unter den Sicherheitsleuten. Schlussendlich haben wir den Walk am Höhenweg nachgeschafft und aus dem Restaurant am Rand des Trottoirs haben sie prompt zu ihm gerufen: Hey Tony!